Hi, manche Videos wirst du bestimmt nie im Fernsehen sehen. Wurde so etwas denn schon mal in der NHL gezeigt? Mach es dir bequem. Wir haben noch viele tolle Videos vor uns. Los geht's. Es mag den Anschein haben, dass es ein Spielzeugflugzeug ist. Dann sind hier ein paar Aufnahmen aus der Ego-Perspektive. Sir, wissen Sie eigentlich, dass dieses Taxi einen Minutentarif hat? Wird ein brutaler Mann etwa in einen Katamaran hineinsteigen? Nur wenn es so einer ist. Warum machen Flugbegleiter so etwas nicht vor allen Flügen? Es haben sicher alle solch einen aufdringlichen Freund. Dieser Kerl sollte in der Schmuckbranche tätig sein. Wie ist er denn überhaupt Baggerfahrer geworden? Als der eigene Vater von Spinnern erfahren hat. Wenn du jemals das Gefühl bekommen wirst, dass du deine Arbeit schlecht erledigst, dann erinnere dich daran, dass einige Leute einmal beschlossen haben, eine riesige Boeing 737 vom Flughafen Kalkutta nach Jaipur zu transportieren und sich dabei leicht verrechnet haben. Es stellte sich heraus, dass das Flugzeug zu hoch war, um unter der Brücke durchzukommen, und so steckte es dort 8 Stunden lang fest. Damit es doch noch unter der Brücke durchkommt, mussten die Mechaniker einige Teile von seinem Rumpf entfernen. Die Klimaanlage ist in Ordnung. Das macht dann 10 Euro. Beim Thema Gezeiten haben sie alle offenbar nicht aufgepasst. Es stellte sich heraus, dass nicht nur schlechtes Wetter ein Picknick im Freien ruinieren kann. Dieser Trick wird bei Vapern hoch angesehen. Man hat das Gefühl, dass hier etwas nicht stimmt. In Wirklichkeit läuft aber alles nach Plan. Dabei handelt es sich um einen Schleifwagen, der bei Eisenbahnschienen Unebenheiten beseitigt. Das geschieht in der Regel mit speziellen Steinen, daher auch die Spezialeffekte. Nein, das ist leider kein fliegendes Auto.
Dieses Auto wird nicht einmal auf der Straße fahren können. Bei der Selbstsicherheit, mit der dieser Fuchs einen 52 Kilogramm schweren Wels an Land zieht, könnte man denken, dass er ein erfahrener Fischer ist. Er entschied sich einfach für die blaue Pille und blieb in einer Welt der Illusion zurück. Was tut man nicht alles, um seinen Adrenalinspiegel zu erhöhen? Der Trick dieses Skaters dauert länger als manche Beziehung. Ah, wait, okay, is it motion sensor? Maybe. Sieht so aus, als würde der Besitzer dieses Lokals keine Selfies im Spiegel mögen. Diesen Spiegel beschloss man im Botanischen Park von Albuquerque anzubringen, um Aufmerksamkeit zu erregen. Und das ist tatsächlich gelungen. Jetzt bekommt der Park viel mehr Besucher. Es stellte sich heraus, dass ein Bauchtanz gar nicht so ungewöhnlich ist. Was hältst du von solch einem Cyberpunk? Dreh die Lautstärke auf und entferne deinen Hund vom Bildschirm. Nichts inspiriert einen zu so sehr genialen Entdeckungen wie Faulheit. Ein Sandsturm ist ein ziemlich gefährliches Naturphänomen. Noch gefährlicher wird es, wenn es auf eine Gruppe von Gleitschirmfliegern trifft. Wie weit wäre der Besitzer dieses Gleitschirms geflogen, wenn es ihm nicht gelungen wäre, sich abzuhaken? Jetzt wären die Fragen zur kürzeren Lebenserwartung von Männern endlich geklärt. Hast du gehört? Er hat gesagt, I'll be back. Hast du schon mal so seltsame Tierfußabdrücke gesehen? Schreib in die Kommentare, wem sie deiner Meinung nach gehören könnten. Freaking otter sliding. Slide, run, 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 slide, run, 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 slide. Das ist doch ein Otter. Interessant, ob es jemand von uns erraten hat. Diese Slow-Motion-Aufnahme kann man sich wirklich lange ansehen. Ohne Zerstörungen wäre dieses Video sicher nicht so cool.
eines der besten Halloween-Kostüme der vergangenen Jahre. Dabei handelt es sich um ein Ritual des Diola-Volkes, in dessen Mittelpunkt ein besonderes Fabelwesen namens Kumpo steht. Um ihm Tribut zu zollen, ziehen Einheimische eine riesige Maske aus Palmblättern an und führen einen besonderen Tanz aus. Versuch zu erraten, wo der Himmel und wo das Wasser ist. Keine Ahnung? Von einem anderen Blickwinkel wird es etwas verständlicher, sieht aber immer noch atemberaubend schön aus. Nach diesem Video sollten wir alle ein Tauchzertifikat bekommen. Seine Geliebte beim Fremdgehen zu erwischen, ist natürlich ein Albtraum. Man kann aber immer noch anfangen, ins Fitnessstudio zu gehen und eine bessere Version von sich selbst zu werden. Hast du dich auch immer gefragt, wie Profifotografen es schaffen, so nah an wilde Tiere heranzukommen, indem sie Teil des Rudels werden? So etwas möchte bestimmt niemand sehen, während man im Stau steht. Jedi, los, verteidigt die Republik! Tiere brauchen oft genau die gleichen medizinischen Untersuchungen wie Menschen. Du hast aber bestimmt noch nie gesehen, wie ein erwachsenes Pferd eine MRT-Untersuchung bekommt. Ehrlich gesagt haben wir eine etwas andere Version dieser Legende gehört. Jetzt haben wir einen Beweis dafür, dass das Überwassergehen doch noch möglich ist. Die media sosial, terutama di Facebook. Pagi ini sedikit. Der eine Typ aus der Klasse, der anders sein möchte als alle anderen.
Das war's für heute. Gib uns ein Like, wenn die Zeit mit uns wie im Flug vergangen ist, während wir uns noch die Kommentare durchlesen. Bis bald.